Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, heute geht es um ein Werbeprospekt, was mir ins Haus geflattert ist, an die Bewohner bzw. an die Fahrzeugliebhaber des Hauses. Also eine Wurfsendung direkt adressiert, sprich die Post wirft es wirklich ein, weil ja eine Adresse draufsteht. So, und um was geht's hier? Es geht um die Prämie, die Dieselprämie, die Neuwagenprämie, die ich hier über VW mir beziehen kann, wenn ich einen VW Neuwagen erwerbe. Ja, eigentlich schmeiße ich solche Wurfzettel eigentlich direkt in die Mülltonne, weil es mich irgendwie so überhaupt nicht interessiert, mal unabhängig von der Marke. Aber hier habe ich irgendwie mal kurz reingeguckt und ja, fand es doch die eine oder andere Stelle, fand ich sehr amüsant. Ja, was sieht man hier? Auf die Prämie, fertig, los. Besser als WSV. WSV, was heißt WSV? Kennt das überhaupt noch jemand? Der Winterschlussverkauf war das früher mal, den es ja eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Nur noch bis 31.03.2018. Kauf doch endlich mal ein VW und sichert dir da diese Prämie. Naja, dann gucken wir mal rein. Ja, dann werden hier die prämienfähigen Modelle vorgestellt. So, und für mich, ich blende die dann mal hinten ein, das, was mich am meisten interessiert, beziehungsweise was ich am interessantesten fand. Ja, also das fängt an mit der Polo Trendline, mit der ich mir 3000 Euro Umweltprämie sichern kann. Ganz grobe Beschreibung, was der Innerortsverbrauch ist, was der Außerortsverbrauch ist und der kombinierte. Und die kombinierten CO2-Emissionen, die das Fahrzeug hat. Okay, und noch so ganz grob angedeutet, welche Extras denn in dieser Konfiguration drin wären. Ein Finanzierungsbeispiel und, das ist das Erste, was ich schon wieder sehr interessant fand, das überhaupt mit aufzuführen, inklusive Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg. Also wenn man jetzt da nicht gerade ein Fanboy von VW ist, das als Sonderausstattung oder Sonderzubehör irgendwie damit anzupreisen, weiß nicht. Na ja, gut, aber das ist eigentlich relativ normal noch. Interessant wird es dann hier bei dem E-Golf. Ja, das ist ja auch so das, was im Moment so interessant ist, die Elektromobilität. Da kann man sich das Maximum an Umweltprämie sichern, nämlich 11.760 Euro. Der Stromverbrauch wird hier angegeben, 12,7 kW auf 100 Kilometer. Also wer sich da jetzt nicht so tausendprozentig mit dieser Materie beschäftigt, diese Angabe sagt so überhaupt nichts. Es ist aber keinerlei Angabe zu finden, welche Reichweite habe ich denn kombiniert oder im Schnitt mit diesem Auto. Also wenn ich jetzt nur anhand dieses Prospektes hier irgendwelche Entscheidungen treffen soll, beziehungsweise mich da angelockt fühlen sollte, hätte ich zumindest mal erwartet, dass so ansatzweise irgendwo eine Reichweite hier drin steht. Auch das Einzige, was drinsteht, sind die 100 kW, 136 PS würden das entsprechen, Eingangautomatik. Okay. Ja, Mittelarmlehne vorne. Ist auch sehr interessant, dass das heutzutage als Sonderzubehör aufgeführt wird, dass eine Mittelarmlehne drin ist. Respekt. Ja, dann ging es weiter, dann habe ich hier weiter geguckt, dann gibt es diesen Golf GTE Plug-in Hybrid. Auch hier fehlt mir wieder jede Angabe von Reichweite oder sonstigen Details. Das Einzige, was hier wieder nur angeführt ist, sind die kleinen Zahlen. 1,8 bis 1,6 Liter Kraftstoffverbrauch auf 100 Kilometer und Stromverbrauch auf 100 Kilometer kombiniert. Ja, das weiß man auch nicht so wirklich, was das heißen soll.
Also 12 bis 11,4. Ja, also ich konnte es so jetzt nicht interpretieren, was das genau bedeuten soll. Man, klar, wenn man da jetzt noch irgendwo im Internet nachwühlt, kommt man da bestimmt hinter die genauen Zahlen, aber ja, dafür für diesen Plug-in-Hybriden gibt es 10.070 Euro Umwelt- und Zukunftsprämie. Also eigentlich nur 1000, 1500, 1600, 1700 Euro weniger wie für das reine elektrische Fahrzeug. Fand ich auch sehr bemerkenswert, wenn man sich das mal so überdenkt, weil, naja, ich habe ja da immer noch einen Verbrenner drin in diesem Hybrid und fahre natürlich auch relativ, ja, wenn ich jetzt Kurzstrecke fahre, doch relativ oft mit dem Verbrennungsmotor, aber naja. Das hat man sich wohl bei der Umweltprämie so ausgedacht. Ja, interessant, oder ganz interessant fand ich dann noch hier die letzte Seite, die Geschäftsfahrzeugsprämie bei den Geschäftsfahrzeugen. Also ich dachte eigentlich, diese Umweltprämie sollte ja irgendwie wieder einen Anreiz bieten, dass Autos mit Dieselmotoren oder mit höheren und Feinstaubausstößen einfach frühzeitiger in Rente geschickt werden und man sich dadurch dann dafür dann einen neuen holt. So, was mir jetzt nicht wirklich klar ist, wie ich denn mit einer Umweltprämie, klar, es ist das neue Fahrzeug, jo, aber eine Umweltprämie, die, ah ne, die steht hier jetzt gar nicht dabei, aber es ist ja das Prämien-Special. Aber die Geschäftsfahrzeugsprämie hier bewirbt zwei TDIs, also Dieselfahrzeuge, der böse Diesel, hier unten, rechts und links. Finde ich jetzt auch ein bisschen seltsam. 262 PS Diesel, was, denke ich mal, alles andere als das beste, umweltfreundlichste Auto der Welt ist. Aber da gibt es auch noch eine Prämie irgendwie über ein Leasing, aber das ist nicht so genau hier aufgeführt. Ja, was es sonst noch gibt in diesem Prospekt, ist ganz, ganz, ganz viel Kleingedrucktes. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Unten, also dieses Kleingedruckte, das ist nicht dreimal dasselbe, sondern das ist wirklich ein gesamter Text, in dem dann drin steht, unter welchen Bedingungen das Ganze möglich ist mit der Prämie und das ein Punkt, den ich sehr, sehr bemerkenswert fand, dass das Altfahrzeug Euro 1 bis 4, Schadstoffklasse Euro 1 bis 4, ja auf jeden Fall verschrottet werden muss durch einen zertifizierten Verschrottungs- und Verwerter. Das heißt, man hat wirklich da die Absicht, dass wirklich wieder verschrottet wird. Das fand ich persönlich damals schon bei der Abwrackprämie ein bisschen grenzwertig, dass benutzbare Güter, sprich Fahrzeuge, wirklich verschrottet werden. Also da schon so einiges an Material und Energie vernichtet wird. Klar, da wird Recycling betrieben und so weiter, keine Frage. Aber ob das so der beste Weg ist, dass wirklich funktionierende Güter wirklich verschrottet werden oder verbrannt werden oder ja, recycelt werden in gewisser Weise, wie viel Prozent da recycelfähig ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Zahlen, die man da liest. Ja, ansonsten ja, geht es natürlich wieder nur um das, was eigentlich die Politik schon bestimmt hat, dass das ganze Angebot begrenzt ist, nur solange der Vorrat reicht. Also es ist gedeckelt, diese Subvention, die es da gibt vom Staat. Und so weiter und so weiter. Also das, was man eigentlich schon so weiß. Ja, was halte ich denn jetzt von so einem auf die Prämie fertig los? Gut, prinzipiell halte ich von so Subventionen erstmal gar nichts, wenn die Automobilindustrie bzw. ein Hersteller irgendwas am Markt platzieren will, dann muss das so funktionieren, dass es auch ohne staatliche Subventionen funktioniert.
Ich hätte mir jetzt da gedacht, wenn es um Umweltprämie geht, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr Wert auf die Elektromobilität gelegt wird, dass da vielleicht das Elektroauto, also der E-Golf und das Hybrid, die Hybrid-Variante vielleicht beworben werden, vielleicht den einen oder anderen. Das eine oder andere Modell, das wirklich extrem wenig Sprit verbraucht, noch dabei, aber so die ganze, das ganze Portfolio eigentlich von VW hier in die Umweltprämie reinholen, fand ich interessant, war mir so auch nicht bewusst, dass es doch so viele Autos gibt, die da prämienfähig sind. Ja. Naja, springe ich auf so eine Werbung an? Nee. Das Ding wandert jetzt hier, nachdem ich das Video hier gedreht habe, wandert das jetzt ins Altpapier und wird ordnungsgemäß recycelt. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.